Wir stehen hier vor dem NZZ-Gebäude, dem Symbol für objektive Berichterstattung. Und das Gleiche wollen wir tun für Aktien-News. Und wir wollen einen Mythos zerstören, nämlich dass Japan 20 Jahre verloren hat. Das sagt man so schlechthin. Was wir gemacht haben, wir haben mal angeschaut, was man verloren hätte, wenn man in Aktien gespart hätte in Japan über die letzten 20 Jahre. Und Sie sehen das hier an dieser Grafik. Was nicht schön ist, ist natürlich die Aktienindexentwicklung, also die Entwicklung des Index der japanischen Aktien. Der ist heute tatsächlich tiefer als vor 20 Jahren und zwischendurch war er noch viel tiefer. Was aber für Sie viel wichtiger ist, ist die realistische Annahme, was passiert wäre, wenn Sie selbst in große japanische Aktien investiert hätten und dieses jedes Jahr gemacht hätten. Und das haben wir als Balken, als graue Balken dargestellt. Es wird jeweils gezeigt, wie viel Prozent Ihr heutiges Portfolio wert wäre im Verhältnis zu dem, was Sie einbezahlt haben. Und Sie sehen, Ende 2016 haben Sie in Japan über die letzten 20 Jahre immer noch 76% Rendite gemacht. Sie haben also 76% mehr als das, was Sie einbezahlt haben. Und das im schlimmsten Markt der Welt. Es ist extrem wichtig, dass Sie das wissen. Denn wenn Sie den Fake News glauben, dass nämlich Japan eine verlorene Dekade gehabt haben, dann verpassen Sie genau diese wichtige Rendite. Denken Sie daran, wenn Sie selbst investieren, haben Sie eine Dividende und Sie investieren jedes Jahr und das hilft Ihnen über die Aktienabstürze hinweg, dann werden nämlich diese Korrekturjahre zu Schnäppchenjahren und Sie kaufen Aktien viel günstiger. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim selber investieren.